Okay, hier irgendwo in Zukunft soll das sein? Die Schule? Oder was? Oder wie? Oder wo? Das hier ist wahrscheinlich nur ein Schrein, ne? Genau, hier ist niemand. Ich hoffe, ich loote auch ab jetzt mal was hier. Wir haben Money und keine Items bekommen. Ein Fast Escape hat er gelernt. Da ist was auf dem Boden. Medizin. Liegt da einfach random Medizin auf dem Boden, okay? Aber die Stadt ist auf jeden Fall sehr lebhaft, wenn man bedenkt, dass es nach Devil Summoner 1 und Soul Hackers 1, glaube ich. Ich glaube, das müsste ungefähr der Zeitraum sein, wo das rausgekommen ist. Also der dritte Teil. Und sie haben entschieden, sich in die Vergangenheit zu gehen und es sieht gut aus. Lebhafte Straßen. Kann man viel rumlaufen, mit den Leuten reden. Sieht super aus. Need anything, Sir? Foto? You're a detective? What did Kaya do, Ella? Don't get excited, Fumiko. Must be what happened, Yaiko. That's why she's been missing school. She ran off with a man. Always thought Kaya was a blue nose. I guess she showed me. If you want dirt on Kaya, you should be talking to Rin. I see them together in the desert parlor all the time. Hey, say, that alley across the street there? It's the one you take to the Narumi Detective Agency in Konoha. Also diese Ecke, wo wir vorhin waren, Robert. I think that's Rin over there. Please don't bother them, Mr. Detective. I think they are having a moment together. You read too many romance novels. Let's bother them. Ja? Also das sind die beiden von gerade eben. Aus einer anderen Sichtweise. Bist du das? Bist du Rin? Du hast auf jeden Fall ein größeres Charakterporträt. And you are? Why do you want to find her? Raido, you work at the Narumi Detective Agency? In that case, I need to have a talk with you. Come on. Come on, let's talk somewhere less public. Oh, what's that? Ah! Das ist wortwörtlich verschwinden. Also das sind nicht irgendwelche komischen Typen gewesen, die ist tatsächlich verschwunden. Someone sent her to the Dark Realm, but who and why? It will have to wait, huh? Let's get to the Shinoda Shrine. Können wir nicht in den Dark Realm? You may now enter Dark Tsukudo Cho. So, ein Alp haben wir. Hat sie gesagt, come on! Kann ich hier Dark Tsukudo Cho betreten? Wahrscheinlich muss ich das von woanders betreten, ne? Ich sehe jetzt gerade nicht wirklich, wie ich das betreten soll. Und die Katze wollte ja auch, dass wir woanders hingehen, irgendwie.
So, wir haben normal, normal Bullets bekommen. Wir haben die Loyalität mit ihm erhöht. Stimmt, die Loyalität gab es ja auch noch. Weil so ein Ding. Hat uns gerade die Katze angegriffen oder was? Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass man beim Level Up kein HP bekommt. Das wird mir bestimmt noch einige Probleme bringen in späteren Leveln. Achso, das ist der Gang. Ich dachte gerade, ich gehe da in Richtung Agency. Decke auf, aber ich muss hier lang. Vielleicht kann ich hier heilen oder so. Hey, Raido, what's a good word? Another schoolgirl was kidnapped right under your nose? Crimes, Raido, that's the kind of thing that gives a detective agency a bad name. I don't care if you have to go in the dark realm after her. Just bring her back safe. Aber wie kriege ich da rein? How? So, wo geht's da lang? Zwei Shiba Inus. Also wir rein da. Was ist das? Steht nichts. Ich kann auch nicht rein. Die Orte werden also erst freigeschaltet teilweise. Ich kann auch gerade irgendwie scheinbar nicht links zu diesem anderen blauen Ding hin. Oder muss ich da zu Fuß hingehen? Ich geh mal wieder rein. Ich muss nicht zu Fuß hingehen. Was ist das für eine komische Statue? Ist das, kann man nicht anklicken oder so. Hallo, du bist? I bet all that running around town makes you thirsty. Our eyes will hit the spot, guaranteed. How about some for your cat and your friend. Wait, what? One, two, there's just you and the cat. What was I say? Wollte gerade sagen, hast du das Ding gesehen oder was? Achso, wahrscheinlich ist das blaue Ding der Stock auf der Karte. Das kann natürlich sein. Und nein, wir haben weder durch Speichern noch durch Aufenthalt in der Agency HP bekommen. Natürlich unangenehm. Sehe ich schon. Achso, ich habe ein bisschen gebraucht, dass ich ein Item benutzen kann wieder. Wenigstens ist die Musik auf jeden Fall gut und stilistisch finde ich das ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass dieser Action Combat später noch belastend wird, weil ja, ist es ja meistens so. So, ich bin jetzt, also von da links rüber gekommen. Kommt man auch irgendwie anders dann an die andere Seite? Das ist dieser Shopping District, wo wir drin waren. Das ist ja das Ding. Gehen wir mal da hin und decken noch den Rest der Karte auf, wenn wir schon hier im Kreis laufen.
frag mich natürlich, wie ich in dieses Dark Realm komme. Okay, das ist keine Schwäche für ihn scheinbar. Obwohl, Feuer. Okay. War doch Eis. Ja, das haben wir nicht verpasst. Der auch irgendwie ein Max-Level hat oder so. Also der Dämon. Ich habe bestimmt ein Max-Level, aber ich weiß nicht. Okay. Hier waren wir gerade, ne? Scheint auf jeden Fall so. Was bist du? Wieder ein Pokémon mehr. Assembly Hall. Excuse me, I'm looking for the place Konoya. I need to purchase something, you know, like antiques. Okay, wir können in dieses Café scheinbar nicht, oder doch hier. Super das Song, Isakaya. We're close today. Die Katzen sind bestimmt auch wichtig, ne? Wenn so viele überall rumlaufen. Was ich jetzt mal machen kann, ist hier den Alp beschwören. Jetzt ist die Frage, was kann der Alp? Dass ich irgendwie sehen, was der kann. Ability. Heilen kann sie. Das habe ich mir schon gedacht, aber. Ich meine, jetzt sind in der Stadt die Fähigkeiten. Also da oben. Ukubach hatte ja Ignite. Das ist das mit der Lupe. Read Mind und Sneak. Use Force und Sneak. Okay. I bought that short-haired girl from Oran Height in front of the parlor. She looked depressed. I bet she just had a bad breakup. Okay. Das ist eigentlich wieder Okobach hier. Da haben wir gerade Alpen draußen. Ich hatte ich gerade den Alp rausgeholt, damit ich da auch die Loyalität erhöhen kann. Okay, machen wir das so. Anti-Mind. So.
Die waren überall scheinbar. Das ist aber ja typisch so eine alten Spiel, so ein altes Spiel, wo wir wahrscheinlich nicht wissen, dass wir als nächstes machen sollen. Es gibt auch keinen Katzenbutton, der uns sagen kann, Goto, sag mir, was ich tun soll. Could have sworn I just saw her in that alley. She must be have gone home. Please don't bother them. Read mind? I've tried using the art of mind reading. Schoolgirl's thought can be heard. I'm sorry, but I hope that investigation leads nowhere. Kai and her lover deserve to be happy. Just leave them alone. Why is it always Kai? I go to the same school. I know I'm not as dolled up, but should I wear my hair down? Maybe I should bob it like Grin. Okay, das ist also einfach nur eifersüchtig. Was ist das hier? Fujiko Pada. Okay, ja, wo sie gerade sagt, dass sie da halt ist. Boah, viel mehr war. Confusion bringt natürlich wieder invertierte Steuerung. Ich frag mich halt, wie ich in diesen Shadow Realm komme. Weil für alles hatten sie bis jetzt ein Tutorial, aber das scheint gerade nicht so der Fall zu sein. Hat bestimmt mit Katzen zu tun oder so. Achso, mein Dämon ist tot. Das ist schlecht. Looks like you're getting the hang of summoning thingy. As your demons become more loyal, you can increase your abilities as a summoner. A real devil summoner can handle all sorts of demons, big and small. Ich werde der allerbeste sein. First Takeshi and now Kaya. The Daidoji family is going through some rough times. Is it an unlucky year for them? Scheint so. Okay, hier soll ich auf jeden Fall nicht hin. Gehen wir mal kurz zu diesem einen Laden. Vielleicht kann er mir auch helfen mit den Dämonen. Ah! Wenn der eine tot ist, dann wird nicht ein anderer beschworen, dann wird halt einfach gar keiner beschworen, scheinbar. Interessant. Dann hat er das mal.
Wieso konnte ich nur... Achso, wahrscheinlich weil maximal 9 Items sind. Deswegen werde ich wohl nur 2 rotern. Ah, Treatments. Okay, das ist wie in alten Spielen, dass man quasi in der Kapelle heilen kann. Jetzt gerade nicht so interessant. Sind die jetzt schon drin? Sieht so aus, ne? Okay, dann haben wir die Olle wiederbelebt. Und jetzt schauen wir einfach mal in Agency, ob die nochmal sagen können, was wir auf Quest haben. Ich dachte, ich komme jetzt einfach über die anderen Ecken in einen anderen Stadtteil, aber mir jetzt gerade nicht so aus. Itemnamen sind auf jeden Fall speziell. Ich hätte auch direkt hingehen können. Okay, wir haben einen Knopf dafür. Der sagt halt nichts wirklich Interessantes. Okay, dann gehen wir nochmal zur Daidoji. Da müssen wir, ob ich hier direkt da durchgehen oder? Nee, können wir nicht. Und ist halt auch, obwohl Right Street kam. Ah, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Irgendwo nach Shinoda. Geh mal nach Shinoda. Von wegen Streetcar, das ist ein fucking Zug. Hi, na? I heard the voice of Inari at the shrine. Really, I did? If you treat Inari just a statue, the heavens will punish you for your disrespect. Das ist die Ecke von Yatagarasu. Cutscene? Ah, doch nicht. Hier ist auf jeden Fall safe. Es ist blau. Blau ist bestimmt safe. There's a balance size the shrine ring. Yes, please. Hoffentlich meckert die mich nicht an, weil ich zurückgekommen bin. I'm the herald of the Yatagarasu, the one who vouchsafes the peace of the capital. Raido the 14th, Devil Summoner of Kusunoha. Is something amiss? So, Raido the 14th, it seems you have grown in strength since we met. You shall henceforth be known as Raido the 14th. Promising Youth. Yeah, ich habe einen Titel erhalten. I look forward to your growth in your efforts to safeguard the capital's peace. Raido the 14th, is there anything else you require of me? Form the ritual of entry.
Very well, I shall send you to the Dark Realm of the Capital. Dark Realm lies behind the world of we know. It is a place where demons roam freely. The border between the realms is thin, and the demons sometimes enter this world by chance. Those who know how to look can see a demon's hand in most of our world's unsolved crimes. I am able to use the ritual of entry to connect our world with the Dark Realm. Go to Dark Tsukudocho. Yes, please. Ich muss ein Mädchen retten. Okay, wie sieht das jetzt aus? Okay, ich werde hin teleportiert, scheinbar. So, this is it. The Dark Realm. Da gibt es auf jeden Fall so ein Goma, oder wie das Ding heißt, dieses Spinnenmonster. Well, would you look at that? Yep, den meine ich. A devil summoner? Come to interrupt the great Tsuchigomo's. Also, er heißt Tsuchigomo. Tsuchigomo's feast, have you? Just go ahead and try it, punks. Achso, dann fies ist den, den ich retten will. Ha, looks like they underestimated us. Pixel, let's show him what a devil summoner is made of. Alter, er tut ja gerade so, als ob ich sonst was kann nach 5 Minuten Spielzeit. Feuer scheint halt bis jetzt keine schlechte Idee zu sein. Was auch keine schlechte Idee wäre, wenn ich den Special Attack machen will und sie auch benutzt wird und nicht meine Eismunition verschwendet. So wie fair, ich hätte auch die richtigen Tasten drücken sollen dafür. Looks like we have to smack this guy around before he will give up the girl pixel. Warte, ich muss erstmal. Oh? Muss ich? Was bist du eigentlich? It's a dragon cave. Mysterious power is flowing out of it. Here you can record his findings without being disturbed. Okay. Safen ist nicht schlecht vom anscheinenden Bossfight. So, und was ist der Kristall da vorne? Stop, stop. Who are you? I've never seen you around here. So ist ein Dämon in einem Kristall, das er versteckt. I'm Nakisarame. I heal everyone. Do you want me to heal you? Gerne. I need 500 Yen. Alter Schwedel, bist du verrückt? Bitte. This may sting a little, but only for a moment. Don't die on me, please. Come on, way. Hey, Okuba. Oh ne, wie heißt die andere Liga? Azumi. So. Yay. Dann auf geht's zum... Was geht hier ab? Da ist ein, hier, da. Oh no. Frost Azumi. So. Ich konnte aus der Entfernung den schon machen. Ich dachte, ich bin zu weit weg dafür. Ich wollte gerade losballern.
Ich frage mich, wie viele Slots ich überhaupt noch habe. Obwohl, das müsste ich eigentlich im Menü sehen, ne? Wer bist du und was machst du hier? Hi-ho! Ooh, you're a human, ho! Yes? Hi-ho! I he know! You want be ho friends with that girl, ho? Too bad for you, she will be ho eaten in he own no time, ho! Hi-ho, hi-hi-ho, ho! Okay. We see about that. A dragon's jaw. Har har har, dumbass. I had your number right from the start. Pixel, there's no way to pass through a dragon's jaw. Can't believe we have to take the long way around when he's right there in front of us. Über keine Straße. Wir wetten, dass er gerade abhaut und wir immer noch hinterher müssen dann. In der Hoffnung, dass das mit den Hallen ein bisschen was bringt bei ihr. Immerhin hat sie jetzt ein Level up. Anti-Stone. Was immer das macht. Weil ich kann ja mal... So, jetzt ist Alp bei uns. Hey, die haben wir heute auch noch nicht gehabt. Der ist ganz schön fucking stark. Nee, den schaffe ich nicht. Aber ich hätte ein bisschen Munition aufstocken sollen, bevor ich herkomme. Sie kommt mir teilweise echt bekannt vor. Wahrscheinlich habe ich schon genug DLC gehabt dafür. Dass ich die alle schon irgendwo gehört habe in anderen Spielen. Bist du nochmal ein Healer? Nee, das ist eine Kiste. What, a dragon jaw here too? Well, it can't be helped, Pixel. Let's look for another way around. Können wir jetzt ein bisschen leveln, weil... Wenn wir normale Munition davon haben, wir jetzt auch welche. Mana-Bonus. Auf jeden Fall ein Alp am rumstehen. Ja, nicht schlecht, wenn wir die auch einsammeln könnten, ne? Weil die haben offensichtlich Blitzschaden.
hab grad ihren Mana fast verbraucht. Weiß nicht, was mir so aussieht. So, hello, was geht? Guess what? Yes. Well, it's no fun if you already know. Guess what? No. The light of a full moon makes demon excited. Even little old me becomes a dangerous girl on nights like that. You want us on our on your side, you should pay close attention to the face of the moon. The face of the moon affects the timing when you can confine demons during battle. Most demons are impossible to confine under a full moon. If you're trying to gain new allies, pay attention to the face of the moon. So, ja, dran konnten die nicht spawnen, ne? Was ist mit dem Laden eigentlich? Kann ich da rein in diesen Realm? Auf jeden Fall eine hohe Encounter-Rate bis jetzt. Okay, wir dürfen nicht da rein. Weil wir sind im bösen Reich des Bösen. Good morning, you're that, that summoner, aren't you? Yes, I am. Ooh, that makes me nervous. You think of someone else. I don't know, this sounds a bit aquatic, I mean fishy. Why won't anyone talk to me? Ich kann scheinbar nicht seine Gedanken lesen mit ihr. Hey there, you're a greenhorn, aren't ya? I guess so. You got a lot to learn, Sunny. I could teach you a thing or two. Wir gehen ja alle aus den Alpen. Yay, Antipoison. Okay, das sagt gar nichts. Hey, you there! Yeah, you! You are really going on ahead? Yeah? Oho! So you're after that girl, are you? Well, I'm sure you can see that brute over there. Now there's a demon that's out of our league. Don't bother with him. How about playing with us instead, okay?
Ah, Reds, you went and did it after all. Pretty steep, in fact. I'm so pissed I'm ready to explode. But I could still lose if I did that, so help, don't kill me, spare me, SOS, etc. Okay. Hey, I feel great, I can ship with you or something. Too bad it's a lie. Ich brauche bestimmt meine Emotionen schon, bevor ich zum Bossfight komme. You're strong, ein, ja? Well, add another 10 affinity points for me. You're a sharp cookie. I'm starting to take a shine to you, boy. Good luck, Greenhorn. Wow. So. Da kommen wir auch nicht rein. Also man kann hier safen und heilen in den Dark Realm, aber man kann keinerlei Items oder sowas aufsetzen scheinbar. Das funktioniert übrigens im Grunde genommen wie halt wie ein normaler Dungeon, I guess. Was halt Sinn ergibt, weil wir ja extra hier hinporten müssen, ne? Was, mit einem Punkt hat sie den Level up verpasst? Ein Inkubus! Passt aus der Serie, it's a bad, bad Tsuchigomo. It kidnapped a girl. I'm just a kid, I would never do anything bad like that. Nein. Der Stachel sagt auch gar nichts anderes. Chakra Ship, okay. So. Ah, das wird auch noch teurer. Ja, dann halt nicht. Hm, das ist. Ja, was ist das? You've never seen a wall like this before, have you? This one's made out of negative waves. It bears a little of explaining, so sit tight. The wall, this wall's called a Shikimi no Kage. It's not indestructible, but every attack except its weakness is void. That's what makes it so tricky. On top of that, there are several different types, and they each have different weaknesses. The Shikimi no Kage in front of us can be destroyed with a lightning attack. I know what you're thinking and I can already tell you, elemental bullets won't work. Gun attacks only work if it's weak against your gun. And, of course, everything else would be useless. So bringing out the electric bullets won't do any good here. Unless you have a Vault Order demon. This is the end of the line. If that's the case, just run away for now. You can come back later when you've got the right demon. That's about the size of it. Get all that? Yup. Let's get to it then. Don't forget to summon your Vault Order demon. Ich weiß noch vorhin, wir brauchen den in der Dose, weil der Elektrik hat und das wäre nicht schlecht. Ja, aber das wäre jetzt echt nicht schlecht. Guck erstmal, was. Einer von den anderen vielleicht noch was hat. Agi? Nee. Nee. Euch brauche ich.
die Frage. Kann ich euch vielleicht mit Sehr schön. Fullmoon. Natürlich ist Fullmoon, wenn ich da gerade. Otrus. Hi, na? Einfach mal ein Ortrus. Ah, sehr schön. Hab ich dich. Das ist natürlich die Frage, ob wir nochmal einen Ortrus sehen können. Wenn ja, dann würde ich da eventuell irgendwie mit einem Eisdämon lang gehen. Weil es ist sehr einmalig hier. Scheint so. Okay. Machen wir auch mal Mana. Ich habe ja schon ein bisschen Vitalität und ein bisschen Stärke gemacht. Können wir ein bisschen Mana machen. So, summon den neuen. So, mach mal was. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir so ein Kampfsystem reinkommen dafür, aber okay. Wir haben eine Heidensage bekommen. Okay, der Weg ist frei. Hey, check it out. You really did show up. Hey, he said that you would, but I still wasn't sure. You don't get it yet, do you? The girl was just a bait to lure you into our realm. Meaning, dinner is served. It's a trap! Drei von denen! My stomach is growling something. I think I hear it saying it wants to devour you whole.
Ich wollte gerade das Dingensmenü öffnen, aber er war noch in der Animation. This is shameful. You have disappointed us. Your abilities are pathetic compared to the ones who precede you. It was a grave error for you to assume the mantle. We have no choice. You stand in the sacred name of Raido. Be gone. Wow. Echt jetzt? Wow. Was für ein Game Over. So, here we go again. Achso, der hat mich geheilt, okay. Wollte gerade Heil-Item machen. Das war ja vorhin ein bisschen ungünstig. So vom Timing her. Okay, er darf nicht, weil er Boss ist. Ich darf nicht mit uns kommen. Schade, schade. Ich wollte schon immer eine hässliche Stimme in der Tube stopfen. Girl, it looks like I'm the one whose goose was cooked. True. Freeze shot. Ich habe erst gelesen, freeze is not. Das wäre lustiger gewesen. Who are you? Kaya? Don't worry. Once we bumped off her captor, she was returned to the mortal world. Let's hurry back and speak to that girl. The two of them must be close, since she called out Kaya's name while she was unconscious. Unconscious? Oh. Ohnmächtig! Sie war ohnmächtig. So. Persons unknown have created the connections between the real world and the Dark Realm. It's possible to use it to escape the Dark Realm. Return to the real world? Yes, please. Wow, weggekampft. Nee, wir müssen noch ein Stück weiter. Wolf, bist du die? Du bist die. Ich dachte, du bist wieder zurückgeflippt. Where am I? What just happened? Alles gut. You are the detective from before. You saved me? Thank you. I'm Rin. Kaya is one of my classmates at Ouran High. Can you help Kaya just like you helped me? Okay, I will level with you. Was? Was? Hä? But you have to promise to help Kaya for me. She was really balled up about her bloodline. Have you heard the rumors about the Daidoji family?
Supposedly, when girls in her family turn 16, a demon possesses them until they are killed. There's no way something like that could actually happen, but it sure was eating at Kaya. There's this weird song she always talked about, something like "The way of the earth between father and mother, the way of blood will return to the demon. The death of the abyss, the demon's blood must be slain." Pretty creepy stuff, right? She said they passed the tune from generation to generation. When I asked her to explain it, she just smiled at me with a pained look on her face. I think she wanted to tell me something, but couldn't bring herself to do it. I've been thinking about it a lot lately. What if she really is imprisoned somewhere right now? I know that mansion of hers has a basement. That's kind of like an abyss, isn't it? I tried snooping around there before, but the butler was keeping an eye on me, so I couldn't find the abyss or Kaya. But I'm sure you are a much better detective than I am. You just have to help her, please. Okay. Rin walked off, wiping her tears. Depths of the abyss, huh? Thinks that's where the Daidoji dame is. Not that we have much choice. It's our only lead at the moment. Let's get our wiggle on, Pixel. So. Hey, Raldo, what's the good word? A curse in this day and age? Even if it is an old family tradition, it sounds like a little fishy. The death of the abyss, the demon's blood must be slain, huh? If you ask me, Rin's hit it on the nose. I think something's going on in that basement. Alright, Raido, your next assignment is to check out the Daidoji residence. Danke.